Aus erster Hand. Lisa König und Jan Böhmann im Gespräch mit Reinhard Kleist. Reinhard Kleist, geboren 1970 in der Nähe von Köln, hat dann Grafik und Design in der Nähe von Münster studiert und ist eine unserer Graphic Novel Koryphäen eben im deutschsprachigen Raum. Prämiert mit zahlreichen Preisen, jetzt eben auch Max und Moritz Preis für das Gesamtwerk, sozusagen 2018, die einzelnen Werke, wie zum Beispiel eben auch Der Boxer oder Der Traum von Olympia, prämiert mit eigentlich allem, was man so gewinnen kann bei uns in diesem Feld. Über 20 Werke geschrieben, man kennt ihn vor allem aus dem biografischen Zeichnen, also Menschen, denen er sich widmet und damit ihrem Leben ein bisschen eine andere Schattierung, könnte man vielleicht sagen, verleiht und auch von ganz vielen Reiseberichten. Weil das ist sozusagen das zweite große Thema, das dein Werk so ein bisschen durchzieht. Und wir freuen uns jetzt einfach total darauf, jetzt die nächsten 1,5 Stunden mit dir sprechen zu können. Danke, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ja, ich bin gespannt auf unser Gespräch. Das stimmt, wir auch. Wir haben überlegt, dass es ein schöner Einstieg wäre, dass wir die Künstler, die uns besuchen kommen, zu fragen, wann ihnen so klar geworden ist, dass sie das, was sie jetzt gerade machen, auch wirklich machen werden. Also es ist ja, du hast wahrscheinlich nicht dein Leben lang gewusst, schon von klein auf, du wirst mal deinen Lebensunterhalt mit Zeichnen verbringen. Oder doch. Ja, genau, oder doch, das ist die Frage. Naja, ich habe so als Kind in der Schule, habe ich halt schon auch immer Comics gezeichnet, also auch so mit Freunden zusammen und dann meistens unter dem Tisch, dass der Lehrer das nicht mitkriegt. Und oder dann halt zu Hause und da ganz viel war da so, wir haben so Filme geguckt und dann haben wir so Comics über diese Filme gezeichnet. Naja, und dann habe ich halt irgendwann umgeschwenkt so auf seriöse Kunst und haben so Ölmalerei gemacht und ich wollte tatsächlich Kunst studieren auf der Kunstakademie und wollte dann so ein großer, seriöser Maler werden. Und davon hat mein Vater mich Gott sei Dank abgebracht und hat dann gesagt, naja, wir können einen Kompromiss machen, wie wäre es dann halt mit Grafikdesign, Studium. Und dann habe ich mich halt beworben, tatsächlich bei mehreren Grafikdesign-Schulen. Zwei wollten mich nicht. Und ja. Und die dritte, da habe ich dann die Aufnahmeprüfung geschafft, das war dann in Münster. Und in Münster habe ich dann angefangen mit dem Grafikdesign-Studium und bin sehr schnell in die Illustration gegangen. Und dann habe ich da in der Bibliothek von unserer Schule habe ich Arbeiten gefunden von amerikanischen und englischen Comiczeichnern, die mich wahnsinnig begeistert haben, weil die sowas gemacht haben. Die haben ganz experimentell gearbeitet mit Collagen, mit Fotografie, mit Malerei ich habe dann angefangen, in diese Richtung zu arbeiten. Das waren so Leute wie Dave McKean, Bill Sienkiewicz und Kent Williams, der enorm von Egon Schiele zum Beispiel beeinflusst war. Und ich habe dann so während des Studiums habe ich dann angefangen, wieder mit Comic mich zu beschäftigen. Und das war natürlich nicht das, was mein Vater sich so vorgestellt hatte. aber tatsächlich habe ich dann direkt eigentlich mit der Grunde am ersten größeren Arbeit, die ich da gemacht habe, habe ich es geschafft, veröffentlicht zu werden und bin beim großen Verlag gelandet, bei Feest E. Harper und habe tatsächlich den ersten Max und Moritz Preis gewonnen, während ich noch studiert habe. Und da war dann klar, so okay, das ist jetzt das, was ich mache. Und ich habe dann meinen Abschluss gemacht und bin nach Berlin gezogen und habe dann hier erstmal eine ziemlich schwierige Zeit gehabt. Die Comic-Szene war da noch eine ganz andere und dann habe ich mich dann in Berlin auch erstmal aufs Feiern konzentriert und mich wenig um meine Karriere gekümmert und so hatte ich dann die erste Zeit dann auch ein bisschen schwer hier gehabt und das hat sich natürlich mittlerweile total geändert. Gut, da lädt Berlin natürlich an der einen oder anderen Stelle auch durchaus dazu ein, diesen Einstieg zu verbringen.
Ja, es hat auch eine gewisse Sogwirkung, gegen die man dann auch mal ankämpfen muss. Und das war dann in meinem Fall dann wirklich so der Moment, wo ich dann gedacht habe, so, okay, das geht jetzt irgendwie gar nicht mehr so weiter. Ich muss mal eine 180-Grad-Wende hinlegen. Und das war dann tatsächlich so die Hinwendung zu Graphic Novel, die ja gerade zu der Zeit, so das war also 2004, 2005 rum, war das in Deutschland, kam dieses Thema halt gerade so hoch. Und ich habe dann angefangen, an diesem Buch über Johnny Cash zu arbeiten. Und das war ja dann quasi mein kommerzieller Durchbruch. Was übrigens, falls Sie es nicht kennen, liebe Studierende, großartig ist. Also viele deiner Werke sind großartig, aber ich bin einfach ein ganz großer persönlicher Fan von diesem Johnny Cash-Werk. Havanna ist auch toll. Das ist meins. Das aber, ist deins, ja. Aber Johnny Cash ist halt super. Ja. Aber das, du sagst gerade, also mit Lovecraft, das war dann der erste große Erfolg dann ja auch. Nicht unbedingt kommerziell. Also der hat sich ganz gut verkauft in dem Rahmen der Zeit. Ich habe dann danach eine Arbeit gemacht, die dann schon ein bisschen schwieriger war, die Historia, der Comic. Und der war dann so entlehnt, einerseits an den Dorian Gray von Oscar Wilde, dann eine Kurzgeschichte von Clive Barker. Und irgendwie wollte ich damit auch so meine Faszination von so eine Modeszene und auch so einen gewissen Underground bearbeiten. Musik spielte da auch eine Rolle und das war ein sehr, sehr sperriges Werk und das ist natürlich dann an der Kasse ziemlich untergegangen. Ich mag den eigentlich immer noch. Ich habe den irgendwie letztens nochmal ausgekramt und sind zwar ein paar sehr holprige Szenen drin und manchmal eine etwas fragwürdige Anatomie, aber so an sich finde ich die Geschichte immer noch toll. Die hat etwas sehr Nihilistisches und sehr Kaltes so ist eigentlich immer noch eins von meinen frühen Werken, die ich am liebsten mag. Aber da muss ich ganz kurz, ja. Wie ist das für dich, so, wenn du die alten Sachen von dir anschaust? Ich kenne das ja nur aus dem wissenschaftlichen Kontext, wenn ich manchmal meine alten Texte lese, denke ich so, ja, da war ich jung. Wie ist das da bei dir, wenn du deine alten Sachen jetzt, wie du gerade so erzählt hast, da muss ich natürlich auch sofort wieder an Fakt denken, was ja auch diesen Bezug noch hat. Wie ist das so, wenn du so alte Sachen noch in der Hand hast? Wie geht's? Was sagt der Kleist im besten Alter über den jungen Kleist? Unterschiedlich tatsächlich. Ich meine, meine frühen Sachen, die sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich geraten. Und einige von denen, sehe ich halt immer noch so auch Sachen, mit denen ich mich auch heute noch identifizieren kann. Bei anderen schlage ich die Hände beim Kopf zusammen. Also der Fakt zum Beispiel, der ist ziemlich in die Hose gegangen. Das, was ich eigentlich vorhatte in der Geschichte und auch zeichnerisch vorhatte, wenn ich mir das jetzt angucke, ist das nicht gelungen. Gerade dramaturgisch ist der ein bisschen verbacken, was auch mit der Entstehungsgeschichte von dem Buch zu tun hatte. Das war nämlich eigentlich, dass ich mit einem Freund angefangen habe, die Geschichte zu schreiben. Und in der Mitte der Arbeit hat er mich dann sitzen gelassen und hat aber vorher ein irrsinniges Konzept da reingebaut, nämlich eigentlich hinter der Geschichte geht es um die Nibelungen. Und mit diesem Konstrukt hat er mich dann quasi allein gelassen. Ich musste das dann irgendwie zusammenbauen und ist nicht so ganz gelungen. Das ist natürlich auch, wenn man dann so auch mitten im Schaffensprozess sitzen gelassen wird, ist das natürlich auch nicht das Allercoolste in dem Moment. Nee, aber das passt eigentlich total gut zu, was wir uns auch gefragt haben, als wir deine Werke eben auch in Vorbereitung nochmal auf das Gespräch eben durchgesehen haben. Wie hast du denn sozusagen deinen Stil gefunden? Weil jetzt gerade so die Werke, die ja jetzt auch noch ein bisschen jünger sind, die gehen ja alle in eine sehr ähnliche Richtung. Also man erkennt deine Schwarztöne extrem gut. Egal, wo man die findet, man weiß sofort in dem Moment, was von dir ist. Aber wie hast du es geschafft, da deinen eigenen Stil zu finden und dann auch so konsequent durchzuziehen? Ja, ich habe am Anfang sehr viel ausprobiert. So die ersten Arbeiten, die waren halt wirklich schon fast Kopien von dem Stil von diesen englischen und amerikanischen Comiczeichnern und Autoren, die ich eben genannt hatte. Und ich habe dann später
habe ich dann andere Sachen ausprobiert. Und es war immer so ein Ausprobieren dabei. Und bei dem Buch über Johnny Cash, da habe ich dann schon so langsam zusammen einen Stil gefunden, den ich eigentlich heute noch habe. Und das hat aber immer damit zu tun gehabt, dass ich meinen Stil immer weiter runtergefahren habe. Also für mich wurde die Geschichte wichtiger als der Stil. Bei den ersten Alben, da war es eigentlich fast umgekehrt. Da war der Stil wichtiger und die Geschichte hat da komplett drunter gelitten. Später habe ich mich mehr mit Autoren und Zeichnern auseinandergesetzt, bei denen halt die Geschichte mehr im Vordergrund steht, wie zum Beispiel Will Eisner, der mich sehr beeinflusst hat, und Leute wie Baru zum Beispiel, der ein französischer Zeichner, der ein wahnsinnig guter Erzähler ist. Und ich habe dann eigentlich auch bei den Vorbildern, nach denen ich mich orientiert habe, eigentlich mehr auf die guten Geschichtenerzähler geachtet. Ja, Eisner ist ja wirklich eine Wucht, der steht da. wir hatten vorhin Coney Island von dir noch in der Hand, was ja auch noch eins der frühen ist, wo wir auch schon dachten, also ich hatte, wir hatten Berlin Noir in der Hand und dachte ich so, das erinnert mich ein Stück weit an Coney Island. Und dann hatte ich lange Coney Island nicht mehr in der Hand gehabt. Da habe ich vorhin nochmal reingeguckt und dachte, nee, Moment, das ist eigentlich schon ziemlich nah an dem Stil, den du dann später geprägt gerade hast. Gerade, vor allem, wenn man sich auch Johnny Cash dann in dem Moment wieder anguckt, Moment. Einmal für die Studis sozusagen, einmal scharf, genau, wunderbar. Dann in dem Moment einmal Cash und dann einmal Coney Island. Von der im Grunde genommen habe ich bei dem Coney Island schon ausprobiert, wie ich später dann in den Graphic Novels zeichne. Also Coney Island ist ja so eine Kollektion von Kurzgeschichten, die ich gemacht hatte zu dem Ort Coney Island, der mich halt so sehr fasziniert hat, wo ich auch ein paar Mal gewesen bin. Und eigentlich habe ich an der Arbeit an diesem Buch habe ich zu diesem Stil gefunden, den ich dann bei dem Johnny Cash Comic angewandt habe. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich mir das Buch Johnny Cash angucke, ich sehe dann halt auch immer noch, da ist auch eine Entwicklung drin. Die Zeichnungen haben sich wirklich verändert und ich erinnere mich noch, ich meine, das ist ja nun auch schon 15 Jahre her, dass ich das gemacht habe, dass ich einige Seiten komplett neu gemacht habe, weil ich am Ende von dem Buch gesehen habe, der Stil hat sich schon wieder verändert und die ersten Seiten passen schon nicht mehr. Da muss ich noch mal ran, sonst fällt das stilistisch zu sehr auseinander. Aber das ist ja gerade auch vor dem Hintergrund vom Arbeitsprozess total spannend, dass man dann sagt, okay, gut, selbst wenn man dann hinterher eigentlich die Panels fertig hat oder die Seiten, eben dann doch noch mal ranzugehen und zu sagen, die verändere ich jetzt noch mal. Ja, absolut. Also es ist halt immer auch so ein Prozess. Wo ihr gerade Berlin Noir erwähnt hattet, das war ja nun so eine, es ist im Grunde genommen eine recht außergewöhnliche Arbeit von mir, weil sie farbig ist und weil sie so ein bisschen malerisch auch ist. Und das war ja gedacht eigentlich als drei Bände von einer Serie, die wir bei einem kleineren Verlag veröffentlicht haben, Edition 52. Und später kam das Buch dann gesamt dann nochmal bei Carlsen raus. Und für diese Carlsen-Ausgabe habe ich den ersten Band nochmal komplett überarbeitet. Zum Teil halt wirklich Seiten rausgeschmissen, neu gezeichnet, das Layout verändert. Da war ein unheimlicher Lernprozess drin. Und gerade so bei dem ersten Band waren einige Seiten noch dabei, die wollte ich nicht nochmal so veröffentlichen. Ich musste halt auch an den Farben nochmal arbeiten. Also es waren, alle drei Bände sind irgendwie so auseinandergefallen. Und wenn ich mir jetzt den Komplettband angucke, der bei Carlsen rausgekommen ist, dann ist das eher eine runde Sache geworden, weil ich finde die Geschichte nach wie vor sehr toll. Und fand es schade, dass es damals als Serie so ein bisschen untergegangen ist. Auch wenn die ja tatsächlich, ich sag mal, von deinen so typischen Themen so ein ganz kleines bisschen, also doch auch ein bisschen aus der Reihe fällt, weil das, was du ja vor allem auch jetzt gerade machst, sind eben die Biografiegeschichten und auch die Reiseberichte. Und jetzt gerade ist ja David Bowie sozusagen dran, davor eben dann auch Elvis, Johnny Cash, Castro, was dann auch irgendwie wieder zu dem Havanna-Band mit dem Reisebericht super passt. Aber wie wählst du deine Figuren aus? Also wer ist es wert, von dir sozusagen in ein neues Gewand gekleidet zu werden? Wie machst du das?
Das ist natürlich auch unterschiedlich dann, ne? Also ich habe schon einen Hang zu eher starken männlichen Persönlichkeiten, wenn man sich das so anguckt. Bei Johnny Cash ist es tatsächlich so gewesen, dass ich da, als ich, oder bevor ich angefangen habe, hatte ich so eine Sinnkrise. Ich wusste nicht, wo es hingehen soll. Und ich habe zu der Zeit mit einem Freund zusammen gewohnt, der großer Johnny Cash-Fan war und auch Sänger in einer Johnny Cash-Coverband. Und der hat mir die Biografie von Franz Dobler gegeben, hat gesagt, mach doch mal was über Johnny Cash. Und ich habe zuerst gedacht, ach naja, so Country-Sänger, das ist jetzt nicht so spannend, und habe die Biografie gelesen und bin hinten rübergefallen. Das ist eine der großartigsten Geschichten aller Zeiten. Da muss man was draus machen. Dass zu der gleichen Zeit halt ein Film gedreht wurde, der Walk the Line, das habe ich erst später gemerkt. Aber so, mich hatte da fasziniert, die Verbindung zwischen Leben und Werk und wie Johnny Cash sein Leben in den Songs wiedergespiegelt hat. Das wollte ich in diesem Buch eigentlich nacherzählen. Und dann natürlich den Kampf gegen die Drogensucht, wie er damit umgegangen ist, und eigentlich auch erzählen, was für ein Abenteuer und was für eine Spannung in Musik drin ist. Deswegen ist im letzten Teil diese Erzählung von dem Folsom Prison Konzert, hat einen sehr, sehr großen Teil, weil das war wirklich irre, was der da gemacht hat. Das war eine ganz, ganz abenteuerliche Geschichte gewesen, dieses Konzert in einem Knast vor einem quasi unberechenbaren Publikum. Und dann andere Projekte sind so entstanden, wie zum Beispiel das Havanna-Buch, dass ich die Anfrage von meinem Verlag gekriegt habe, ob ich etwas machen möchte wie so ein Reiseskizzenbuch, weil das zu der Zeit in Frankreich gerade ein großes Thema war. Die sogenannten Carnet de Voyage waren ein recht erfolgreiches Genre da, und sowas gab es in Deutschland eigentlich fast nicht. Also haben sie dann gesagt, so, dann such doch mal ein Land aus, wo du hinfahren möchtest, und dann schicken wir dich dahin. Und dann ist es Kuba geworden. Und dann ist es Kuba geworden, weil dann kam gerade in den Nachrichten, dass Fidel Castro zurückgetreten ist. Und ich dachte so, oh mein Gott, da wird ganz viel passieren, da geht's ab, da muss ich dabei sein. Bin dann nach Kuba gefahren, da ist natürlich nichts passiert. Aber ich habe dann da halt dieses Skizzenbuch vorbereitet, diesen Bildband, und habe gleichzeitig schon gedacht, eigentlich muss ich das jetzt nutzen als Recherche für einen weiteren biografischen Comic. Und es gibt ganz viel über Che Guevara, aber über Fidel Castro gibt es halt nichts in Comicform. Und habe dann angefangen zu recherchieren und habe dann schon die Reise auch darauf ausgerichtet, dass ich Informationen gesammelt habe, mit Leuten gesprochen habe und eigentlich die Entscheidung, einen Biografie-Comic über Fidel Castro zu machen, ist dann da entstanden. Und was ganz spannend dabei war, das war eigentlich so der Moment, wo ich drüber nachgedacht habe, wie erzähle ich die ganze Geschichte? Ich wusste genau, ich kann jetzt nicht einfach nur die Fakten aneinander hängen über Fidel Castro, das ist langweilig, ich brauche einen persönlichen Zugang. Und ich habe mich irgendwann für diesen deutschen Journalisten entschieden, weil der auch quasi meine persönliche Einstellung zu dem Thema widerspiegelt, auf eine recht verquere Art und Weise. Es gab allerdings so einen Moment bei dieser Reise, wo ich im Grunde genommen nicht hartnäckig genug war. Ich habe über meine Freunde in Havanna, habe ich tatsächlich den ehemaligen Leibarzt von Fidel Castro kennengelernt. Und ich habe mich nicht getraut, den zu interviewen. Weil das war eine ein bisschen schräge Situation gewesen. Es war auf so einer Geburtstagsfeier und ich wollte da nicht drauf insistieren. Aber im Grunde genommen, das wäre eigentlich der Aufhänger gewesen. Ich meine, jetzt ist jetzt ein ganz anderes Buch geworden. Und ich mag das Buch total gerne und ich mag auch meinen Ansatz mit diesem Journalisten, der im Grunde genommen widerspiegelt, was abseits von dem reinen Politikgeschehen in dem Land los ist. Wobei du ja auch schon in Havanna Zwiegespräche mit Castro führst, wenn auch nur gedanklicher Art.
Ja. Aber das fand ich auch von der erzählerischen Vermittlung her sehr, sehr spannend. Also die Art und Weise, wie du da die Leserinnen und Leser mitnimmst auf deine Reise. Weil es beginnt ja auch da wieder in dem Fall autobiografisch. Und das, also dieses sozusagen in deinem Gepäck einzutauchen in diese Welt, das fand ich unglaublich spannend. Also ja. Sagen, bei mir war das ja der erste Band, den ich von dir ernsthaft wahrgenommen habe seinerzeit. Und der hat mich halt völlig umgehauen. Also ich war damals auch in so einer Phase, da habe ich gerne Reiseberichte in Comicform gelesen und dann dachte ich, ach komm, Havanna gucke ich mal rein. Und das war echt so ein Wow, es hing auch lange Jahre, eins der Seiten hing sozusagen in A3 bei mir im Arbeitszimmer. Und ja, es war einfach der alte Mann, der mit den Kindern Fechtunterricht macht. Das den war. Den finde ich jetzt gerade auf Anhieb nicht, aber auch da wird er damit sie als Studierende einen Einblick davon bekommen. Ich glaube, wenn man das auf die Höhe unseres Gesichts hält, sieht man es eigentlich. Ich kann die Ausklappseite in der Mitte. Genau. Die alleine von dem, also von der Farbgewalt, auch in, wenn man es dann haptisch in der Hand hat, unfassbar ist und einen wahnsinnig mitnimmt. Vor allem, wenn man dann eben gerade den Kontrast hat zu den anderen Erzählungen, die dann eben vor allem über diese ganzen Schwarzflächen und Kontraste zwischen Schwarz und Weiß eben funktionieren. Das dann mit dieser Farbgewalt zu haben, das ist schon bewegend. Ich habe da bei dem Havanna-Buch war es tatsächlich so, dass ich, als ich in Kuba war, da hatte ich mir so einen Plan ausgedacht, der nachher komplett in die Hose gegangen ist. Meine Idee war, ich bin so tagsüber unterwegs und mache Skizzen in der Stadt oder besuche Orte, spreche mit Leuten und abends komme ich dann zurück in die Wohnung. Ich habe da bei Freunden gewohnt und dann setze ich mich hin und mache dann so farbige Illustrationen da draus. Das hat nicht funktioniert. Ich kam zurück und hatte eigentlich nicht genug Material für dieses Buch. Ich wollte das dann schon hinwerfen und wollte sagen, meinem Verlag sagen, es klappt nicht, ich habe nicht genug hingekriegt. Und dann habe ich mich im Atelier dran gesetzt und habe angefangen, Illustrationen zu machen und plötzlich kam das Ganze raus. So. Und ich habe eine Illu nach der anderen gezeichnet, immer so nach den Fotos, die ich gemacht habe, nach den Eindrücken, die ich hatte. Und da habe ich gemerkt, ich brauche tatsächlich, um sowas zu verarbeiten, brauche ich, glaube ich, doch den Abstand. Also es gibt halt Skizzen, die ich da vor Ort gemacht habe, aber so die meisten farbigen Illustrationen, die da drin sind, die sind alle später im Studio entstanden. Und ich habe bei den Bildern versucht, die Atmosphäre wiederzugeben, wie ich das so dort empfunden habe, was natürlich ganz viel auch mit Temperatur zu tun hat, weil es irrsinnig heiß war. Deswegen sind die ganzen Bilder halt in Orange-Beige-Tönen dominiert. Und das dann halt so ein Moment ist, wo man bildnerisch so ein Treppenhaus betrifft, was so bläulich ist. Das soll natürlich auch ausdrücken, so in dem Treppenhaus war es total kühl. So, sobald man aus der Tür raustritt, läuft der Schweiß wieder. Und das wollte ich halt ganz, ganz extrem über die Farben transportieren dabei. Ja, da insgesamt, das habe ich mich gefragt, auch wenn man das jetzt so, ich kenne das ja schon was länger, und immer wieder schaue ich neu rein und entdecke neue Dinge. Wie ist das mit der Räumlichkeit? Also das ist ja was, man steht ja nicht irgendwo und sagt, okay, ich male das jetzt so, wie es da ist, sondern du arrangierst ja deine Bilder und deine Zeichnungen ja doch sehr stark so, dass du die Dinge so in Szenen setzt, wie du sie gerne hättest. Das ist jetzt, ich hoffe, ich mach mich verständlich. Es gibt ja sozusagen immer die Entscheidung, stelle ich mich jetzt gerade vors Auto oder ein bisschen versetzt oder wie auch immer. Die Perspektivierung. Genau. Wie wählst du da deine Perspektiven aus? Du sagtest gerade schon, arbeitest auch mit Fotos, die du dann da vor Ort machst, um das dann nochmal so nachzuverarbeiten? Ja, da ist natürlich viel, basiert dann halt auf den Fotos. Und man macht sich natürlich Gedanken darüber, was soll alles auf dem Bild zu sehen sein und wie arrangiere ich das dann und wo kommt das hin. Und ich versuche dann schon auch zu gucken, dass ich so in der Komposition halt Gewichtungen lege. Also das ist jetzt mal ein Beispiel. Also ja, wenn wir dieses Panorama nehmen,
zum Beispiel. Das ist natürlich entstanden aus dem Eindruck von dem Malecon, diese Uferpromenade, und ich wollte dann aber auch diese beiden Jungs, die da mit den Angeln auf diesem Weg entlang, auf dieser Mauer entlang laufen, irgendwie in den Vordergrund bringen, und so arrangiert man dann, dass man die wichtigen Elemente in dem Bild so arrangiert, dass auch der Leser sie als wichtig empfindet. Oder dass man halt auch versucht, zum Beispiel diese Wucht und Übermacht von den Plakaten, dass man die in der Komposition von den Bildern halt so einsetzt, dass so ein riesiges Plakat da ist und dann sind ganz klein die Leute davor, um da halt, ja, so auch noch nicht unbedingt eine Botschaft, aber so eine Intention, was das Bild auslösen soll im Auge des Betrachters, dass man das dann in der Komposition halt schon berücksichtigt. Du bist ja ohnehin ein Mensch, der viel reist für seine Werke, unter anderem dann auch im Jahr 2013 war das, glaube ich, als du das Flüchtlingslager im Nordirak besucht hast dann tatsächlich. Ging es dir da ähnlich oder waren das nochmal andere Erfahrungen, die man da dann direkt verarbeitet hat? Ich denke gerade an dieses Bild von dem einen kleinen Mädchen, das dann eben gemerkt hat, dass du sie zeichnest und das dann auch angefangen hat, eben dich zu zeichnen. Oder war das da in dem Moment dieses andere? Oder hast du sogar da echt? Ja. Oh, wie cool. Liebe Studierende, das war nicht abgesprochen. Das ist nicht abgesprochen. Das ist tatsächlich mein liebstes Kunstwerk, was ich auf der Welt habe. Ja. So, ich kann das mal demonstrieren. Das ist ein Porträt von mir, was dieses kleine Mädchen in einem Flüchtlingslager gezeichnet hat. Also der mit den langen Beinen, das bin natürlich ich. Und ich halte in meiner ausgestreckten Hand mein Skizzenbuch, wo ich gerade eine Zeichnung von ihr mache. Also das ist sie da drin. Und lustig ist, das ist tatsächlich mein brauner Rucksack, der liegt auch noch da in der Nähe. Ich muss das ein bisschen für die Leute erklären, die es nicht wissen. Ich bin 2013 gefragt worden vom Fernsehsender Arte, ob ich bei einem Projekt mitmachen möchte, wo Künstler aus verschiedenen Sparten in Flüchtlingslager geschickt worden sind. Und ich wurde dann ausgewählt, in den Nordirak zu fliegen, in ein Flüchtlingslager für syrische, ich glaube zum Hauptteil kurdische Flüchtlinge, und dort so eine Comic-Reportage vorzubereiten. Und ich war dann da mit einem Übersetzer, mit dem Hassan, und ich habe natürlich nicht in dem Lager gewohnt, das war verboten, wir haben im Hotel gewohnt, und dann haben wir halt jeden Tag mal dieses Flüchtlingslager besucht, und ich habe dann da so einen kleinen Workshop für Kinder gemacht, wo ich mit den Kindern gezeichnet habe und dann Fotos gemacht, Eindrücke gesammelt, mich mit Leuten unterhalten und habe Material gesucht für eine Comic-Geschichte, die im Grunde genommen ähnlich aufgebaut ist wie das Buch Havanna. Also es ist halt meine Geschichte, wie ich dieses Lager besuche, und gleichzeitig die Geschichte von einer Familie, wo ich deren Flucht nacherzähle und ihre Ankunft in dem Lager. Und das vermische ich in dieser Geschichte miteinander. Und da habe ich halt auch dieses Mädchen kennengelernt. Und das war eine sehr intensive Arbeit gewesen. Also diese Woche da im Nordirak, die werde ich mein Leben nicht vergessen, das war schon sehr eindrücklich auf vielfältige Art und Weise. Also ich habe wunderbare Leute kennengelernt, hatte eine großartige Zeit, aber ich habe natürlich auch viel Leid und viel traurige Geschichten erlebt dort. Und ich habe aber auch gemerkt, dass der Comic da eine sehr große Kraft hat. Oder sagen wir nicht unbedingt der Comic, sondern die Zeichnung. Ich konnte natürlich mit niemandem dort reden, aber wir haben uns zum Teil über Zeichnungen verständigt. Und auch mit den Kindern hatte ich da so eine Verbindung gehabt, wo wir die Workshops gemacht haben. Oder ich sag, es klingt ein bisschen
hoch Workshop, also sagen wir Malstunde. Wir haben eine Malstunde gemacht und die haben dann für mich Sachen gezeichnet und wir haben uns dann darüber so ausgetauscht. Das war sehr intensiv und das hat mir großen Spaß gemacht, weil ja, das Zeichnen wurde da zu einer Sprache. Und das fand ich total schön. Nee, das ist es auch auf jeden Fall, weil das eben in dem Moment über die Bilder ja eigentlich überhaupt keine Worte erstmal braucht dann tatsächlich. Aber wenn wir gerade bei Reisen sind, das haben wir uns jetzt, also wir merken das gerade total, wir fahren aktuell überhaupt nicht durch die Gegend, also ich pendel jede Woche nach Freiburg, aber ansonsten, wir fahren halt nicht auf Tagungen. Und wir waren im letzten Jahr auf sehr vielen Tagungen, so 16, 18 Stück, und wir reisen aktuell gar nicht. Wie geht es dir damit, dass du aktuell jetzt für deine Projekte auch nicht dann eben mal dann in den Irak oder nach Havanna oder wo auch immer hinfliegen kannst? Was macht das mit dir? Das macht mich sehr frustriert. In den letzten Jahren habe ich wahnsinnig viel Reisen mit dem Goethe-Institut gemacht in verschiedenste Länder und habe dort Workshops gegeben, Vorträge gemacht und ich habe ganz viele Konzerte gemacht, weil so ein Standbein von mir sind diese Live-Zeichnen-Konzerte geworden, wo ich mit Bands zusammenarbeite und wo wir quasi so eine Show machen, wo die Bands Lieder spielen. Manchmal sind es halt Bands, die so Coverversionen machen von Johnny Cash oder Nick Cave, was auf meinen Büchern beruht, aber ganz oft sind es halt auch einfach deren eigene Songs. Und wir arbeiten dann so eine Show zusammen, wo die Band die Musik spielt, ich zeichne dazu und die Leute können das sehen, weil das mit einer Kamera gefilmt wird und dann hinter die Band projiziert wird. Und das ist natürlich jetzt alles flachgefallen und mir fehlen diese Reisen enorm. Ich hatte ganz großartige Reisen geplant dieses Jahr. Tatsächlich sollte ich im August in Australien sein und hätte dort einen Auftritt mit meiner australischen Lieblingsband gehabt. Mit Cash Savage and the Last Drinks. Die sind ganz großartig und wir hätten das zusammen gemacht und das ist flach gefallen. Oder jetzt im Oktober sollte ich in Yerevan sein. Dort hatten wir auch ein Live-Zeichnen-Konzert geplant, was wir jetzt halt irgendwie über Video-Aufzeichnungen machen. Also es wird dann, also es ist jetzt kein Stream, sondern es wird halt irgendwie nachher zusammengebastelt. Jetzt haben die leider nicht nur Corona, sondern auch noch Krieg dort. Also ich weiß nicht, ob die Reise überhaupt stattgefunden hätte, aber ja, sie fehlt mir trotzdem. Also dieses Reisen und dieses Unterwegssein, das war für mich auch einerseits natürlich auch es ist auch ein finanzielles Standbein geworden, aber halt für mich auch ein großes Vergnügen. Also jedes Mal irgendwo hinzukommen, etwas mit fremden Leuten, Künstlern zu erarbeiten und dann halt vor Publikum auftreten und diese Situation zu spüren, dass man mit den Musikern gerade etwas zusammenschafft, was völlig einzigartig ist und was nur für den Moment auch da ist. Und das fehlt mir jetzt gerade, es fehlt wirklich. Ich hatte tatsächlich jetzt, so kurz vor dem Lockdown, zweiten Lockdown jetzt, habe ich so eine Band hier mit Freunden in Berlin, wir heißen The Good Sons, haben uns über Nick Cave zusammengefunden und wir haben ein Konzert im SO 36 gemacht, was absolut großartig war. Und das war das erste Konzert dort nach einem halben Jahr. Und jetzt erstmal dann auch wieder das letzte gewesen. Und wir hatten enorm auf die ganzen Hygieneregeln geachtet, mit Abständen und mit Masken und so. Und wir waren alle völlig beseelt danach, weil wir das alles so vermisst haben. Das Auftreten, Musik, Kultur zusammen machen, Kunst auf die Bühne zu bringen. Da waren wir richtig ausgehungert und hat uns jetzt erstmal wieder so ein bisschen Energie gegeben für die nächsten, Zeit. Keiner weiß, wie lange das so weitergeht jetzt. Und wie kam es zu der Idee? Hier ist gerade die Frage nämlich im Chat aufgepoppt. Kommt gerade perfekt rein. Wie kamst du der Idee des Live-Zeichnens? Also wie,
Also grundsätzlich liegt es ja irgendwie nah. Man hat hier zwei Künste, aber die eine ist ja doch eher so dauerhaft, das Gemalte oder das Gezeichnete, während das andere sehr flüchtig ist mit der Musik. Wie bringen wir das zusammen? Wie kamst du der Idee? Ja. Das ist natürlich nicht meine Idee gewesen, sondern ich habe das in Frankreich das erste Mal gesehen bei einem Comic-Festival. Da ist Christophe Blanc aufgetreten in der Philharmonie von Angoulême bei dem großen Comic-Festival und mit einer französischen Band. Und die Leute haben applaudiert, wenn er eine schöne Linie gezeichnet hat. Und ich saß im Publikum und war völlig baff und dachte so, das würde ich auch mal gerne machen, aber ich traue mich nicht. Das ist so, puh, dann gucken ja alle Leute zu, man darf keine Fehler machen und so. Und dann war ich, das war so vor 6, 7 Jahren, war ich bei einem Festival in Frankreich, in Lyon. Und dann haben die Organisatoren gedacht, du, wir haben uns gedacht, es wäre doch toll, wenn du so ein Johnny Cash-Konzert machen könntest mit Live-Zeichnen. Und ich hatte dann schon auch ganz schön Angst gehabt davor. Ich habe dann ja gesagt, ich probiere es mal aus. Und ich dachte dann, naja, in Frankreich kennt mich ja sowieso kaum jemand. Das wird, wenn nur ein paar Leute kommen, ist schon okay. Und dann war der Laden ausverkauft und proppenvolles Theater. Ich war, mein Herz ist mir in die Hose gerutscht. Ich hatte echt, als ich da Vorhang beiseite gezogen habe und gesehen habe, dass der Laden voll ist, ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht und dachte, das wird die schlimmste Stunde deines Lebens. Und dann hat es total Spaß gemacht und ich war dann angefixt. Und dann habe ich das immer weiter propagiert und immer, wenn ich mit dem Goethe-Institut unterwegs war, habe ich denen das vorgeschlagen. Und für die ist es eine geradezu exemplarische Situation, weil wenn die Künstler einladen wollen, dann wollen die halt nicht nur, dass die was über ihre Sachen erzählen oder selber was da auf die Beine stellen, sondern die haben das immer am liebsten, wenn sie Künstler vor Ort und die eingeladenen Künstler zusammenbringen können. Und dann noch unterschiedliche Künste zusammenbringen. Also die sind jedes Mal total darauf angesprungen und haben immer Bands vor Ort gefunden, mit denen man was machen konnte. Zum Teil ganz absurde Konstellationen, die aber nachher total großartig waren. Also in der Ukraine habe ich mit einer Speed-Folk-Band zusammengearbeitet, auf Sri Lanka mit einem Frauenchor, die so König der Löwen gesungen haben oder Whitney Houston oder Backstreet Boys. Ich habe noch nie in meinem Leben so kitschig gezeichnet wie da. Und hatte einen Heidenspaß gehabt. Es war echt, echt großartig. Und so, das ist das, warum ich dieses Konzept mit dem Live-Zeichnen eigentlich auch immer noch weiter forcieren will und weiter ausbauen will. Es macht mir irrsinnig viel Spaß. Und dieser Stress, dass man die ganze Zeit denkt, oh Gott, ich darf keine Fehler machen, der ist weg. In dem Moment, wo man da steht und man zeichnet, denkt man da gar nicht drüber nach, sondern man macht es einfach. Und dann ist auch vielleicht mal eine Zeichnung verhauen und sieht komisch aus, aber mein Gott, dann ist sie danach halt weg. Dann kommt das nächste Lied. Und was ich dann auch immer wieder gemacht habe, ist, ich habe dann halt einen Stapel Zeichnungen und die Leute sind eigentlich total heiß drauf, von dem Abend etwas mit nach Hause zu nehmen. Und am Ende von dem Konzert biete ich die immer zum Verkauf an. Und das Geld, was dabei reinkommt, spende ich dann immer. Weil ich will die Bilder nicht behalten und finde es halt schön, wenn man was spenden kann. Ich kriege ja sowieso nur mein Honorar, also dann finanziell bin ich dann eh raus. Und dann geht das Geld entweder immer an Sea-Watch oder an Sea-Shepherd. Und da haben schon ganz schön was, kommt ganz schön was bei rum. Ja, weil die Leute wahrscheinlich auch dann total wild da drauf sind, eine von diesen Zeichnungen wahrscheinlich dann zu ergattern. Ja, ja. Also wie kann man sich das vorstellen? Also du kommst dann dahin und dann steht da so ein Frauenchor. Und da muss man sich erstmal kennenlernen und sagen, okay, was singt ihr denn heute Abend? Oder wie läuft das? Hat man dann schon? Ich krieg natürlich eine Setlist. Und zum Teil dann auch die Lyrics von den Songs, dass ich mich darauf vorbereiten kann, was gesungen wird. Ich sag auch so bei der Auswahl der Musiker, guckt mal, dass es halt Musik ist, die man auch illustrativ bearbeiten kann. Also dass die Leute dann nicht nur I Love You singen, sondern dass da vielleicht auch was mit Geschichten da drin ist. Und das funktioniert meistens. Also zum Beispiel die ukrainische
Speedfolk-Band, die haben ihre Texte beruhen auf den Gedichten von Ivan Franko, das ist der ukrainische Nationaldichter. Und bei dem Frauenchor war es dann halt schon ein bisschen anders, aber ich habe vorher halt die Setliste gekriegt und konnte mir dann dazu was einfallen lassen. Und zum Teil kriege ich auch Übersetzungen, wenn die in ganz anderen Sprachen singen. Und das funktioniert eigentlich immer ziemlich gut. Ich habe da auch mittlerweile so ein Konzept entwickelt, wie ich Illustrationen dann finde, wie viel Freiheiten ich mir dann erlaube oder dass ich dann auch in einem bestimmten Moment, wo mir einfach überhaupt nichts einfällt, dann einfach die Band zeichne. Das kommt auch immer gut an. Und ich habe dann neben meinem meiner Kamera und neben meinem Blatt Papier habe ich dann so ein Skizzen-Sheet liegen, dass ich auch immer rüberschielen kann und sagen, okay, jetzt kommt das Lied, kommt die Zeichnung und dann kann ich die in dem Moment dann quasi nachzeichnen, weil es ist natürlich auch eine gewisse Stresssituation und man kann sich da in dem Moment nicht viel ausdenken. Man variiert, aber ein Grundbild ist dann schon im Kopf. Ich habe jetzt gerade so drei Wege, in die es gehen könnte. Mindestens. Also es ist halt mit Sea Shepherd, wir werden auf jeden Fall gleich vom Traum von Olympia noch sprechen. Das passt auch so zum Irak. Also einfach, weil das war ja, ich glaube, das ist den Weg, nehmen wir jetzt einfach mal. Ja, machen wir. Und danach machen wir den Weg, den wir, so, ja. Genau. Also, du warst im Irak und gleichzeitig, das fällt ja so in die Zeit, in der du auch den Traum von Olympia angefangen hast zu machen. Direkt was miteinander zu tun, ja. Weil es steht ja im Vorwort, also du bist ab 2012 hast du sozusagen dich mit dem Thema stärker noch auseinandergesetzt. Und wenn man sich das so anschaut, oder wenn man das Vorwort liest, da beschreibst du ja ein bisschen, wie du herangegangen bist an diese Thematik, wie du die Wege nachvollzogen hast, wie du mit den Leuten gesprochen hast, drumrum. Und das bringt uns so ein bisschen zu der Frage, wie dein Schreibprozess ist. Wie bereitest du so ein Buch vor? Also du hast irgendwann eine Idee und sagst, okay, in die Richtung könnte es gehen, oder das ist gerade, der Verlag hat, schlägt manchmal auch Dinge vor, aber ich vermute, solche Themen, die findest du für dich und dann machst du dich auf den Weg. Also bei Traum von Olympia war es tatsächlich so, ich wollte was zu dem Thema machen, weil ich hatte so ein Monats Künstlerresidenzprogramm vom Goethe-Institut in Palermo gehabt und da habe ich zu dem Thema Flüchtlinge in Europa habe ich da schon mal so angefangen zu recherchieren und wusste aber noch nicht, in welche Richtung es gehen soll. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass da ein Buch draus wird oder dass mein Verlag, der Karsen Verlag, damit involviert wäre. Ich wollte einfach was zu dem Thema machen. Dann habe ich die Geschichte von Samir Yusuf Omar gefunden bei der Recherche tauchte die auf und ich habe mich erinnert, ja, da war was. Gar nicht so lange her, dass es kurz in den Zeitungen war, dass dieses Mädchen für Olympia trainieren wollte und dann bei dem Weg nach Europa aus Somalia dieser Fluchtroute dann ertrunken ist. Und dann habe ich ist eine Freundin auch von Samir gewesen, die Journalistin Theresa Krug, habe ich angeschrieben, so über Facebook. Und die war dann sehr interessiert daran, weil sie wollte auch etwas machen über das Schicksal ihrer Freundin. Und wir haben uns dann getroffen in Helsinki und haben dort die Schwester von Samir besucht, die nach Finnland gegangen ist. Und hab ich mich langsam diese Geschichte angenähert und irgendwann war klar, so okay, das mache ich jetzt als Buch. Und ich versuche aber diese Geschichte auch so weit wie möglich vorher zu verbreiten, weil ich wusste, es ist ein sehr schwieriges Thema. Das wird keine große Leserschaft ansprechen, also versuche ich das in der FAZ unterzubringen. Und das hat dann geklappt. Die FAZ hat eine Vorveröffentlichung gemacht dieser Geschichte in Stripform, was dann den Erzählrhythmus der Geschichte auch beeinflusst hat. Und später für das Buch habe ich das dann komplett nochmal überarbeitet, aber einige Details von der Dramaturgie, die beruhen immer noch auf der Vorveröffentlichung in Stripform in der FAZ.
Und ja, dann kam das Buch raus und dann war das plötzlich auch ein großes Thema und es hat eine sehr, sehr, dieses Buch hat eine sehr, sehr hohe Verbreitung gekriegt, also viel mehr, als ich erwartet habe. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Auflage mittlerweile ist, aber schon auch ganz schön hoch. Und das freut mich natürlich auch enorm, als ich dann mitgekriegt habe, dass es in Schulen gelesen wird. Ja, ich muss mal kurz auf diesen Schaffensprozess zurück. Also eine Frage, die ist nämlich ganz früh. Genau, die obere passt perfekt. Genau, das ist halt die dritte, die gerade irgendwann kam, war die Frage nämlich, ob du gleichzeitig an mehreren Arbeiten arbeitest oder ob du dann sagst, nee, jetzt dieses eine, nur dieses eine, oder ob es dann doch der bunte Strauß ist. Nee, es ist wirklich ein Buchprojekt, an dem ich arbeite. Dann kommen natürlich dann andere Sachen reingegrätscht, wie Jobs zum Beispiel oder Illustrationssachen. Jetzt habe ich gerade eine Arbeit beendet, wo ich 1984 illustriert habe. Das kommt nächstes Jahr irgendwann, glaube ich, raus. Und da musste die Arbeit an David Bowie natürlich dann erstmal warten. Und für mich ist es auch eine Konzentrationssache. Ich glaube, ich könnte nicht an zwei Projekten gleichzeitig arbeiten. Ich muss mich wirklich auch auf eine Geschichte dann komplett konzentrieren und mich in dieser Welt bewegen. Es dauert auch immer, wenn man jetzt was anderes gemacht hat, dauert das auch immer erstmal eine Zeit lang, bis man dann wieder zum Beispiel bei David Bowie drin ist oder bei einem anderen Thema. Und ich glaube, so hin und her switchen zwischen zwei Projekten, das könnte ich mental gar nicht hinkriegen. Ja, weil es ja auch immer so eine Frage ist, dass man sich dann in die Welt, die man gerade irgendwie dann auch abbildet, irgendwie so reinzutauchen. Auch da passt vielleicht eine Frage von den Studierenden, die jetzt im Chat kamen, dazu, mit wie viel Zeit brauchst du denn? Also wenn du jetzt dieses komplette Projekt hast, von der ersten Idee bis zum fertigen Buch, wie viel Zeit zeichnest du da tatsächlich und wie viel geht so für narrative Ideen hinter den Verlag, den Druck und so weiter drauf? Also wie viel zeichnest du da tatsächlich? Ja, das ist natürlich von Projekt zu Projekt unterschiedlich, weil die auch unterschiedlich groß sind. Wenn ich jetzt mal sage, der Comic über Nick Cave zum Beispiel, da habe ich tatsächlich über 3 Jahre dran gearbeitet, weil der Schreibprozess war enorm lang. Der hat mich sehr, sehr lange beschäftigt. Da hatte ich auch diese Schreibblockade irgendwann gehabt, wo ich mich dann ins Atelier von einer Freundin, der Isabel Kreitz, verzogen habe, um da diesen Knoten zu lösen. Ich würde mal sagen, so dieser Schreibprozess hat fast ein Dreivierteljahr gedauert. Das Zeichnen alleine, ich schätze mal, das waren bestimmt 2 Jahre eigentlich, weil es sind ja einmal über 300 Seiten geworden und nebenher ist dann halt auch noch so ein Artbook entstanden mit Illustrationen und drei illustrierten Songs. Und dann kam natürlich dann so die Nacharbeit von diesem Buch, also dass man halt das Layout bespricht, dass das ganze druckfertig gemacht wird, das Lettering gemacht wird. Und das dann an den Verlag geht, also diese Nacharbeit, die dauert zum Teil auch ein halbes bis zum Dreivierteljahr, würde ich mal sagen. Dann kommt das Buch raus und dann geht ja dann die nächste Arbeit los, nämlich das Buch zu bewerben. Das ist einerseits die ganzen Interviews, die man dann gibt, und dann aber auch Veranstaltungen. Und das ist halt mittlerweile auch was mir persönlich großen Spaß macht. Das sind dann Lesungen, Vorträge und gerade im Nachklapp von dem Nick Cave-Buch auch ganz viele Live-Zeichnen-Konzerte mit Musikern, die Nick Cave gespielt haben. Das war irre, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also dann, dass dieses Werk einen tatsächlich einfach auch noch länger dann begleitet als nur sozusagen die Entstehung davon, sondern auch der Nachklapp, das ist natürlich super spannend. Ja, ja. Das ist was natürlich klar, also man tritt dann direkt mit dem Publikum in Kontakt, was dann natürlich total schön ist. Man trägt dann so ein bisschen die Früchte der langen Arbeit mit nach Hause. die hat man sich dann aber auch verdient.
Ja, die Arbeit im Studio ist natürlich auch immer sehr einsam. Man kämpft so, ich habe zwar Kollegen im Studio, aber man kämpft doch alleine vor der leeren Seite man kämpft da so mit sich und dem Papier. Und dann nachher vor Publikum auftreten, das ist dann schon auch sowas wie so ein Gegengewicht dazu. Wobei wir auch den Eindruck hatten, als wir jetzt deine Sachen nochmal durchgeschaut haben und auch so geschaut haben, was du so machst, dieses ganz das stille Kämmerlein ist, scheint ja nicht so deins zu sein. Also wenn man so anschaut, also ganz oft bei den Werken hast du noch Leute mit dabei, die dich dann beraten oder die halt dann... Von Rechtsanwälten bis Kollegen einmal alles. Die dann so den Dank bekommen und so was. Also da scheinst du ja doch in ein relativ großes soziales Netz eingebunden zu sein, aber auch für deine Werke immer wieder die Kollegen reinzuholen. Ich glaube, Joscha Sauer war das, der jetzt sagte, er hätte dieses Arbeiten zu Hause am Schreibtisch einfach satt und das würde ihn krank machen, er wolle jetzt was anderes machen. Und wenn man so bei dir ins Werk schaut, hat man das Gefühl, du hast da einen guten Mix aus den Zeiten alleine und den Momenten, wo man sich dann die Leute nochmal mit ranholt. Ja, also der wichtigste natürlich ist mein Redakteur, der Michael Grönewald. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ich die Idee zu so einem Projekt habe, dann stelle ich die erstmal meinem Redakteur vor und erzähle ihm meine Ideen und in welche Richtung es gehen soll. Und wir erarbeiten dann so langsam so einen Zugang dazu. Und dann setze ich mich hin und fange an, ein Skript zu entwerfen, also erstmal so einen groben dramaturgischen Bogen, dann langsam die Ausarbeitung mit den Dialogen und das kriegt er dann immer zugeschickt und er gibt mir dann Korrekturen, die von kompletter Ablehnung bis zu Feinarbeit und hier müssen wir nochmal und hier funktioniert der Übergang nicht. Das ist eine sehr, sehr intensive und manchmal auch streitbare Arbeit, also wir haben uns auch schon mal ordentlich in der Wolle gehabt. Das war besonders bei dem Buch über Nick Cave der Fall gewesen, wo ich mich irgendwann komplett in meinem irrsinnigen Erzählkonzept verloren hatte und überhaupt nicht mehr realisiert habe, dass ich das ja noch jemandem erzählen muss, der überhaupt keine Ahnung von hat. Ich habe mich da völlig verstiegen und Michael hat mich dann immer wieder so runtergeholt. Und dann gesagt, nee, Reinhard, das funktioniert nicht, das versteht nachher kein Mensch mehr. Und ich glaube, das Buch ist immer noch anspruchsvoll genug, aber wir haben es dann doch hingekriegt, dass man es dann auch verstehen kann, wenn man es konzentriert liest. Und das ist dafür schätze ich Michael enorm. Er vertieft sich halt wirklich immer in die Bücher rein, in die Themen, die man bearbeitet. Er recherchiert selber dazu und er findet immer wieder diesen Punkt, wo eine Geschichte hapert und wo es dramaturgisch nicht funktioniert oder wo Leute dann auch nicht mehr folgen können und weist mich dann immer darauf hin und schubst mich dann auch immer in eine bestimmte Richtung, um das dann rauszubügeln. Und das ist eine sehr intensive und lange Auseinandersetzung. Und dann kommen natürlich immer auch andere Leute mit dazu, die Layout machen, die jetzt bei David Bowie mir bei den Farben helfen. Es wird farbig. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass man so ein Projekt dann nicht ganz alleine durchzieht. Was natürlich auch sehr wichtig ist, generell beim Geschichtenerzählen, ist, dass man eine zweite Person dabei hat, die da nochmal drüber guckt. Das sage ich mal allen, wenn ich Workshops gebe oder sage ich allen jungen Kollegen, die mal so Tipps erfragen von mir, denen sage ich halt immer so, holt euch jemanden zweiten dazu, der eure Geschichte durchliest und zum Teil auch unvoreingenommen durchliest. Etwa jemand, der noch gar nichts darüber weiß. Und der wird euch darauf hinweisen, wo Sachen nicht funktionieren und wo ihr als Zeichner, weil ihr einfach die ganze Zeit mit dem Thema beschäftigt seid, irgendwann die Position verliert von dem neutralen Leser, der noch nichts über diese Geschichte weiß. Ihr müsst das jemandem halt erzählen. Und manchmal verliert man dann wirklich den Überblick dabei. Dann setzt man Sachen voraus, die der Leser aber noch nicht wissen kann. Und dafür ist halt eine zweite Meinung oder sogar eine dritte
ist da durchaus notwendig. Und es macht natürlich auch Spaß in dem Moment, wo man das halt jemand anders vorlegt und dann so darauf wartet, wie findet der das denn? Wo sind die Knackpunkte dabei, wo funktioniert es nicht? Das macht schon auch Spaß. Neben der Frustration natürlich, wenn man merkt, da funktioniert was nicht, da muss ich nochmal ran. Ja, wir müssen gerade so schmunzeln, weil ich glaube, uns geht das im Wissenschaftlichen ja ganz ähnlich, dass wir auch dann in unseren Gedankenwelten sind und denken, okay, irgendwie muss es dann raus und jemand muss es verstehen. Und wir sagen das ja unseren Studenten auch immer, liebe Leute, achtet drauf, dass das jemand Korrektur liest, der euch zwar mag, aber der euch nicht so sehr mag, dass er Angst hat, euch ehrliche Rückmeldung zu geben. Das ist ja immer das Schlimmste, wenn man da jemanden hat, der sagt, nee, ist alles super und hinterher heißt es dann, ach ja, das habe ich auch gesehen, weil ich dachte, das lag an mir. es darf kein zu guter Freund sein. So, oder jemand, wo man weiß, der teilt auch mal aus, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Aber ja, was soll ich mit einer Meinung anfangen, wenn jemand immer nur sagt, oh, nö, das hat mir gut gefallen, super. Dann kann man es auch sein lassen. Nee, es muss auch jemand sein, der dann auch einfach sagt, nee, also die Szene habe ich echt überhaupt nicht verstanden. Warum hatten der plötzlich das Blatt da in der Hand und dann irgendwann ist er dann wieder weg? Oder was ist das für eine Figur? Was hat die für eine Funktion? Warum taucht die da auf, sagt was und ist dann wieder verschwunden? Das finde ich total wichtig, das zu machen. Aber wenn ich das so höre, das frage ich mich die ganze Zeit schon. Das sind ja wirklich lange Stränge, die du da erzählst. Und man fängt an mit einer Planung, man denkt sich eine Geschichte aus, man schreibt die auch. Dann, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Da liegt sozusagen das Manuskript vor. Und dann fängst du an, das Ganze dann eben auch in deine Bildsprache zu übertragen. Und wenn ich mir das dann aber so in einer Panelstruktur vorstelle und dann kommt jemand und sagt, ah ja, aber den finde ich gar nicht so gut, dann, das hat ja schon fast wieder so ein bisschen was, wenn, so wie ich mir das vorstelle, wie Texte schreiben mit der Schreibmaschine. Wenn man dann plötzlich bei 100 Seiten merkt, oh, auf Seite 35 muss eigentlich ein Absatz raus, muss man Seite 36 bis 100 ja auch nochmal machen. Wie ist es bei dir als Comic-Künstler? Also wie funktioniert sowas? Idealerweise ist es halt so, dass das Skript steht, bevor man anfängt mit dem Zeichnen. Leider bin ich da recht chaotisch. Das heißt, ich fange dann halt schon immer an zu zeichnen, auch wenn das Skript noch längst nicht hundertprozentig ausgewogen ist. Gerade bei dem Nick Cave hat mir das enorm viel Arbeit nachher gekostet, weil ich dann schon immer vorgeprescht habe, obwohl ich noch lange nicht mit dem Konzept fertig war von der Geschichte. Und deswegen ist der Idealfall von der Arbeitsweise ist, dass das Skript steht, dann fängt man an, das Layout zu machen, man macht halt Skizzen, die zum Teil so ganz, ganz einfach nur gehalten sind. Also eine Seiten aufbauen, da kommen die Sprechblasen hin, dann weißt du schon, da kommt nichts mehr so der Text hin. Und dann ist man sich schon im Klaren darüber, wie viele Seiten braucht man, wie ist so ungefähr die Aufteilung auf den Seiten. Man kann dann immer noch ganz viel verändern. Also ich hau da immer ganz viel Papier durch, weil wenn ich dann mit dem Aufbau nicht einverstanden bin, dann zerknülle ich das, schmeiß weg und fange dann nochmal neu an, weil es sind ganz, ganz flotte, ganz schnelle Zeichnungen nur. Und wenn man da mit einem Groben so okay ist, dann fange ich an, die Vorzeichnungen zu machen vor den Seiten. Und da mache ich das dann so, dass ich die provisorisch mit Schrift versehe, da wo die Sprechblasen hinkommen. Und dann kann man das Ding eigentlich schon lesen. Und dann gebe ich es meinem Redakteur, der das halt durchguckt und dann halt nochmal Korrekturen hat. Ich kann da mal was zeigen. Gerne, total gerne. Das hier zum Beispiel, das sind so die ganz groben Layout-Skizzen. Wie gesagt, das erkennt man nicht viel und wenn ich dann nicht damit zufrieden bin, dann zerknülle ich es und schmeiße es weg und fange nochmal neu an. Und das sind nur Ausdrucke. Das sind jetzt die vorgezeichneten Seiten von dem David Bowie. Und dann sieht man schon, mit Computer habe ich da den Sprechblase so ganz provisorisch den Text schon mal reingebaut und habe es dann meinem Redakteur zum Durchlesen gegeben und er hat mir dann mit Rot hier dann schon so Anmerkungen gemacht, wo ich dann nochmal ran muss.
Das sind zum Teil einfach nur textliche Sachen und zum Teil sind es halt aber auch bildnerische Sachen. Und natürlich in dieser Phase kann ich immer noch ohne großen Aufwand eingreifen und eine Seite rausschmeißen oder nochmal einen Umbau anders machen. Bei dem Nick Cave hat mir das nachher ganz schön das Genick gebrochen. Da musste ich wirklich komplette Seiten rausschmeißen. Da musste ich nachher in Photoshop Seiten umbauen, weil dann noch ein Bild dazu musste oder so. Das war die Hölle. Das ist natürlich, das ist ein sehr, sehr wichtiger Arbeitsschritt, weil das genau der Punkt ist, wo man rausfindet, ob Szenen funktionieren oder nicht oder wo vielleicht noch was dazu muss. Wir haben jetzt auch bei diesem Arbeitsschritt festgestellt, dass es da einen ganzen Teil der Geschichte eigentlich brauchte, den ich doch noch erzählen muss. Später dann bei der zweiten Tour, die David Bowie nach Amerika gemacht hat, da passieren doch noch so wichtige Sachen, dass diese Tour doch auch noch anschneiden muss. Und das haben wir erst in diesem Moment festgestellt. Ja. Also wenn man dann einfach in dem Moment sieht, okay, da braucht's noch was Narratives, um dann wirklich die Geschichte komplett erzählen zu können. Wenn ich jetzt gerade so in den Chat gucke, auch in Anbetracht der Zeit, sind die meisten Fragen unserer Studierenden gerade genau zu diesem Prozess, nämlich wie zeichnest du konkret? Das war der zweite Weg, den wir ja vorhin hatten an der Stelle zu den Live-Zeichnungen, wo wir dachten, okay, wir hatten ja mit dir drüber gesprochen und du hattest die großartige Idee, dass du das einfach hier heute für uns machst, einfach mal so zum Zeigen, wie du zeichnest und wie das funktioniert live. Ich glaube, da wäre jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt dafür. Weil die Frage haben wir auch bekommen, wie verläuft denn so der Schaffensprozess einer Zeichnung? Und auch immer die Frage nach den Werkzeugen, also das Verhältnis von analog und digital wird auch hier immer wieder aufgeworfen. Vielleicht lässt sich das ja gut kombinieren, dass du uns mal zeigst, wie es funktioniert und dabei erzählst. Dann muss ich mich mal kurz umbauen. Das ist meine Lampe, wollte ich aber nicht zeigen. Ja. So. Ja. Also ich kann jetzt halt einfach mal, also ich bin halt ein sehr traditioneller Arbeiter, bei mir läuft alles auf Papier. Ich arbeite zwar auch digital, aber halt im Grunde genommen mache ich halt immer so, dass die meiste Arbeit ist halt wirklich auf Papier. Ja, ich kann jetzt hier einfach mal so anfangen, so einen Nick Cave zu zeichnen. Klar, Vorzeichnung ist dann halt mit Bleistift. Sieht man überhaupt was? Ja, kann man super gut erkennen. Dass ich halt erstmal so eine grobe Bleistiftskizze mache. Von der Haltung von der Figur. Ja, ist jetzt auch nicht so originell dann, aber dass ich mich dann so ans Gesicht mache. Das ist ja lustig gewesen, ich meine, bei der ganzen Vorarbeit zu dem Comic habe ich mich natürlich dann auch damit beschäftigt, wie der Kerl aussieht und dass ich den halt so zeichne, dass man ihn zumindest im Einsatz auch immer wieder erkennt. Und da ist so ein langer Prozess eigentlich ganz hilfreich, weil man sich dann auch mit der Physiognomie von dem Herrn so auseinandersetzt. Und dann fallen einem immer so bestimmte Sachen auf. Also er hat einen sehr großen Stirnbereich, so buschige Augenbrauen, so ein bisschen so zurückliegende Augen und dann halt diese Stupsnase, so ein bisschen hochgeht und auch dieser Abstand zwischen Mund und Nase ist recht hoch und dann das zurückweichende Kinn und dann zusammen mit der Frisur, dann hat man ihn eigentlich. Das ist auch Wahnsinn, in welcher Geschwindigkeit das geht. Ja, das ist ja... ist dein Job, ich weiß. nur die Vorzeichnung. So. Und dann, wenn man dann damit
einigermaßen zufrieden ist, dann kommt dann so die Tuschearbeit. Dann muss ich jetzt aber auf das hier zurückgreifen. Das ist mein Lieblingsskizzeninstrument. Das ist ein Pinselstift für die Arbeiten im Comic. Benutze ich dann ganz traditionell Pinsel und Tusche. So für Skizzen nehme ich eigentlich immer am liebsten diese Pinselstifte. Die benutze ich auch immer bei den Live-Zeichnen und Konzerten. Den ganz toll, auch so schnell und sehr ausdrucksstark zeichnen kann. Wie ist denn bei dir das Verhältnis zu Schreiben und Zeichnen? Also du hast ja einige Werke, bei denen du dann halt wirklich auch den kompletten, also sozusagen from the scratch, also ganz von Anfang an die gesamte Geschichte zeichnest. Bei Herz gehabt war es ja schon so, dass es die Biografie schon gab. Was ist dir da lieber? Also das so ganz machen oder lieber dann doch das Zeichnen oder das Schreiben? Was hat das bei dir für so ein Verhältnis? Ist das eine manchmal auch eher, sagen wir, das notwendige Übel für das andere? Ich schreibe eigentlich schon sehr gerne. Auch wenn das immer ein harter Kampf ist. Also ich bin jetzt nicht so versiert da drin wie Günter Grass, sage ich jetzt mal. Also ich kämpfe wirklich mit jedem Buch enorm. Versuche dann Zugang zu finden zu der Geschichte, versuche halt irgendwie meine Erzählerfigur zu entwickeln oder den dramaturgischen Aufbau. Und das fällt mir nicht leicht, muss ich dann wirklich auch sagen. Ich habe zum Beispiel bei dem Buch Knockout, das war das letzte, was ich gemacht habe, das geht ja auch um einen Boxer, den Boxer Emil Griffiths. Und da hat der Schreibprozess sehr, sehr lange Zeit genommen, weil ich zuerst mich gar nicht an das Projekt dran setzen wollte, weil ich wollte jetzt nicht schon wieder ein Buch über einen Boxer machen. Dann hat mich die Geschichte aber so fasziniert, dass ich dann nachher doch dran geblieben bin. Und ich habe, wo war das denn? Ich muss gerade mal überlegen. Genau, in Zagreb ist das gewesen. Da war ich auf einem Literaturfestival eingeladen. Und hatte wahnsinnig viel Zeit da gehabt und im Grunde genommen eigentlich nicht viel zu tun. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dann gesagt, auch dann nutze ich die Zeit jetzt, um an diesem Buch zu arbeiten, zu schreiben. Und habe dann die ganze Geschichte innerhalb von 4 Tagen runtergeschrieben. Es war nachher sehr viel Nacharbeit dann noch nötig, also es hat dann doch noch länger gedauert, bis ich mit der Geschichte dann so im Reinen war. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten. So, jetzt gleich die Tinte alle sowieso. So. So sieht das dann ungefähr aus. Ich mache es mal wieder rüber. Das Schreiben ist natürlich sowieso eine ganz andere Art und Weise zu arbeiten als das Zeichnen. Das Schreiben setzt unheimlich viel Konzentration voraus. Und ich kann zu Hause nicht schreiben, ich kann im Atelier nicht schreiben, ich muss immer irgendwo woanders sein. Also da war diese 4 Tage in Zagreb waren da enorm hilfreich, weil ich mich da wirklich darauf konzentrieren konnte, auf diese Geschichte. Und habe dabei auch dieses recht ambitionierte Erzählkonzept erarbeitet von diesem Buch, dass der Erzähler halt er selber ist, der mit seinem imaginären Gegner spricht. Und
Ja, das ist im Grunde genommen so drei Phasen bei der Erarbeitung von so einem Comic. Es ist einmal das Schreiben, dann halt der Moment, wo man die Texte umarbeitet in Bildsequenzen. Das ist halt auch nochmal eine sehr, sehr geistige Tätigkeit, wo man nicht viel Ablenkung haben kann. Und dann der dritte Teil ist halt das Runterzeichnen. Und da kann man, und das ist eigentlich mein liebster Prozess. Das ist so ein reines Abarbeiten im Grunde genommen. Da ist gar nicht mehr so viel geistige Beschäftigung dabei, sondern halt eigentlich fast bloße Technik. Und in dieser Zeit kann ich immer ganz viel Hörbücher hören im Atelier. Tatsächlich bin ich jetzt gerade in der Phase und bin gerade bei Moby Dick angelangt. Und während ich da David Bowie zeichne, bin ich gleichzeitig auf dem Schiff und jage einen weißen Wal. Das finde ich total großartig. Das macht echt riesig Spaß. Wenn man sich plötzlich in dieser Situation erwischt, wo man gerade David Bowie auf der Bühne in London zeichnet und gleichzeitig ist man auf diesem Schiff bei Ismail und versucht, diesen weißen Wal zu fangen. Das ist eine ganz lustige, schizophrene Situation. Das ist, ich teile das total mit dir, weil das ist also seit ich eigentlich lerne oder schreibe oder sonst irgendwas mache, ich höre immer Hörbuch. Also selber, wenn ich auch selber Artikel schreibe oder sowas. Oder Das das kenne ist, ich ich nicht. weiß, bei mir ist irgendwas komisch verdrahtet in dem Moment. Aber das ist genau eben dieser Zwiespalt, den man da hat und der ganz großartig funktioniert für kreative Prozesse. Ja. Ganz kurz der Aufruf an alle da draußen. Guter Punkt. Gerne schon Fragen in den Chat schreiben. Wir haben die jetzt ja immer so eingebaut, aber gleichzeitig auch wirklich die herzliche Einladung, eigene Fragen zu stellen. Wir haben genug, so ist es nicht. Also uns wird nicht langweilig. Aber da mit Blick auf die Uhr, wir neigen ja dazu, uns zu verquatschen und deshalb Richtig. gerne ruhig auch Fragen schreiben, wenn sie da sind. So, und ich muss jetzt mal zu diesem Prozess, wie du es gerade sagtest. Ich habe vom Boxer, da habe ich halt auch die Biografie von S. Kraft gelesen. Das ist ja auch einfach ein starkes Buch, muss ich sagen. Also diese Geschichte des Sohnes über den Vater, das fand ich sehr faszinierend. Ich habe so eine Faszination fürs Boxen, warum auch immer. Jemand, der so unsportlich ist wie ich, dass der Boxen Komischerweise irgendwie. auch. Aber diese Abgründigkeit des Boxens finde ich einfach ganz, ganz spannend. Und ich hatte halt erst dein Buch gelesen und habe mir dann die Biografie geholt. Und ich war überrascht, wie nah du dran warst. Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, hier ist eigentlich ein guter Rahmen, den ich nutzen kann? Oder zu sagen, oder ja, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, da bleibe ich so nah dran, während du ja bei anderen Sachen doch auch dich weit von dem entfernst, was Eine das. biografische Fantasie, wie es ja so schön heißt in deinen Vorworten. Ja. Bei dem Boxer wollte ich natürlich sehr nah dran bleiben, weil ich ja auch die Perspektive von dem Jungen ja auch nehme, also von dem jungen Alan. Am Anfang und am Ende vom Buch taucht er ja auf und im Grunde genommen ist ja das, was wir da lesen, ist ja das, was ihm sein Vater in dieser Situation nicht erzählt. Aber was er später dann erzählt. Und deswegen wollte ich nah dranbleiben an dem Bericht, den wir von Alan haben, was halt im Grunde genommen die übersetzten Worte seines Vaters sind. Er hat sich ja mit seinem Vater hingesetzt und hat dann tagelang dieses Interview geführt und hat das dann in dieser Form von dem Buch aufgeschrieben. Alan hat mir sehr, sehr viel geholfen. Ich hatte direkt auch am Anfang schon Kontakt mit ihm gehabt. Der hat mir sehr viele Fragen beantwortet. Wir haben uns dann später auch in Persona kennengelernt. Ist ein ganz toller Typ. Ich habe auch andere Mitglieder seiner Familie kennengelernt. Ganz großartige Familie, die lustigerweise sehr intellektuell ist, obwohl irgendwie der Vater ja schon auch eine sehr schwierige Persönlichkeit war und halt, naja, nachher ein Gemüsehändler in Brooklyn gewesen ist und mit Intellektualität, glaube ich, nicht viel am Hut hatte, sind die Kinder alle irgendwie, ja, Alan ist Rechtsanwalt, dann also Alans Tochter arbeitet bei einer Universität, der eine ist Japanischlehrer, der Sohn ist Japanischlehrer, also echt interessante Familie, die aber
Und das ist mir auch im Zuge von der Arbeit an dem Buch und auch bei dem späteren Kennenlernen der Familie klar geworden, wie sehr die unter dem Vater gelitten hatten und der furchtbaren Geschichte, die der Vater durchgemacht hat. Ich habe mir natürlich ein paar Freiheiten erlaubt. Ich habe ein paar Sachen nicht erzählt und ich habe ein paar Sachen auch umschifft, sagen wir es mal so, weil es gab halt in diesem Erinnerungsbericht, gibt es halt sehr schwierige Fragen, die zum Teil auch damit zu tun haben, dass Herzko lange Jahre über seine Geschichte geschwiegen hat und sie niemandem erzählt hat, außer seiner Frau. Und in diesem Zeitraum passiert wahnsinnig viel mit der Erinnerung. Und ich denke auch, dass er an einigen Stellen auch schon auch etwas übertrieben hat und sich selber als super harten Brocken dargestellt hat. Und ich habe versucht, damit umzugehen, in einem bestimmten Rahmen. Und trotzdem habe ich versucht, seiner Geschichte sehr, sehr nah zu bleiben und sie so zu erzählen, wie er sie erzählt hat. Das war mir schon sehr wichtig bei der Geschichte. Bei Traum von Olympia, ich meine, die beiden Bücher kann man schon durchaus miteinander vergleichen, habe ich dasselbe versucht. Allerdings gibt es über ihren Weg, über ihre Odyssee der Flucht, gibt es halt sehr wenig Material, weil sie ja die meiste Zeit alleine unterwegs waren. Es gibt sehr wenig Berichte darüber oder wirkliche Stationen, wo ich Informationen darüber gehabt habe, was genau dort passiert ist, zum Beispiel bei der Geiselnahme, also wo sie da gefangen genommen wurde. Diese Leerstellen habe ich versucht, aus anderen Berichten zu übernehmen. Also ich habe halt tatsächlich Flüchtlinge kennengelernt, somalische Flüchtlinge kennengelernt, die mir ihre Fluchtgeschichte erzählt haben, und der eine hat auch eine Geiselnahme erlebt. Und seine Erzählung habe ich mit der Erzählung von Samia verbunden, um etwas zu erzählen, was der Wahrheit möglichst nahe kommt, sie aber natürlich nicht eins zu eins abbilden kann. Wir wissen einfach nicht, was genau dort passiert ist. Eben, da ist ja auch so das Spiel mit Fiktion und Wirklichkeit bzw. Realität natürlich auch immer so ein ganz großer Punkt. Aber wenn wir jetzt gerade bei auch solchen Themen sind, auch da passend zu dem, was gerade in den Chat kam, wie stehst du denn dazu, dann solche Themen, aber eben auch vor allem dann in Form von Comics oder Comics allgemein und Graphic Novels mit in den Unterricht einzubinden? Also wir haben jetzt gerade bei Ein Traum von Olympia gesehen, da hast du jetzt auch bei uns im Vorgespräch gesagt, da warst du ganz viel auch mit Schulen eben in Kontakt, die das dann eben auch tatsächlich verwenden. Wie kann man das einsetzen und welche Möglichkeiten hat man da überhaupt? Oder gehört das eigentlich eher ins heimische Kinder- und Jugendzimmer? Jugendzimmer. Nee, nee. Jetzt bei meiner Arbeit ist es halt jetzt so, also nehmen wir Beispiel Traum von Olympia, also ich weiß auch, dass der Boxer auch sehr viel an Schulen gelesen wurde. Traum von Olympia, es gibt tatsächlich ja auch eine preiswerte Taschenbuchausgabe davon, die an Schulen gelesen wird. Und es werden dazu auch Arbeitsmaterialien, wurden auch erarbeitet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das funktioniert, ob die Schulen das dann immer selber machen oder ob man das zentral irgendwo abrufen kann. Also es gibt auf jeden Fall Arbeitsmaterialien dazu, die die Geschichte halt aus unterschiedlichen Standpunkten beleuchten. Und die Kinder müssen halt dann auch, Kinder oder Jugendliche müssen dann dazu auch Positionen entwickeln. Wie stehen sie zu bestimmten Punkten der Geschichte? Und das finde ich total spannend. Bei den Vorträgen, die ich gemacht habe, war es halt jeweils so, dass ich erstmal die Geschichte erzählt habe anhand von den Seiten aus dem Comic und dann habe ich das Hintergrundmaterial aufgeblättert und Fotos gezeigt. Und bei den Kindern und Jugendlichen, die es jetzt noch nicht im Unterricht gelesen hatten, also die Geschichte zum ersten Mal gehört haben, die waren so emotional ergriffen, als sie gemerkt haben, das ist ja nicht eine Comicfigur, die hat er sich ja nicht ausgedacht, sondern da ist jetzt ein Foto von dem Mädchen, die gab es also wirklich. Das hat die total mitgenommen und das hat die, da kamen ganz viele tolle, auch sehr empathische Fragen und die haben sich dann wirklich auseinandergesetzt. Warum hat sie denn nicht das und das gemacht? Warum
Warum hast du diese Entscheidung getroffen? Was hat die Tante gesagt und so? Und wie lebt die Tante noch? Und so, lauter solche Fragen. Ich war jedes Mal völlig überwältigt, was das ausgelöst hat. Und ich glaube, dass der Punkt, dass es eine Zeichnung ist, die diese Geschichte erzählt, dabei enorm wichtig ist. Dass die Zeichnung doch viel mehr Emotionalität auslöst, als es ein Foto liefern kann. Ich glaube, dass man bei Fotos vielleicht dadurch, dass man einfach schon so über, dass es so übermächtig ist, dass man da halt eher abschaltet und die Zeichnung spricht einen doch noch auf eine andere Art und Weise an. Das habe ich auch bei anderen Büchern, die auch im Unterricht benutzt werden. Und mein liebstes Beispiel ist dabei immer Emina von Barbara Jelin. Das ist eine Graphic Novel, das ist im Grunde genommen die Geschichte ihrer Großmutter. Sie erzählt die aber auch recht frei. Dieses Buch wird auch sehr viel im Unterricht eingesetzt, weil es die Geschichte ist, im Grunde genommen einer Mitläuferin während der Nazi-Zeit. Und ich weiß noch damals, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hat mich das emotional auch total mitgenommen. Und gleichzeitig über diese Emotionalität gelingt es dem Buch, wahnsinnig viel über das Thema Nationalsozialismus und Gesellschaft zu erzählen. Und das halt auf eine Art und Weise, die nicht so viel mit Fakten und Zahlen zu tun hat, sondern mit dem Empfinden von den Leuten dort. Und das möchte ich auch in meinen Graphic Novels auslösen, wenn ich auch schwierige gesellschaftliche, historische Themen beleuchte. Aber gibt es auch so Dinge, die du nicht magst? Also ich kann mir, also das eine ist ja der direkte Kontakt mit den Kindern, die dann mit deinem Werk auch als ästhetischem Gegenstand arbeiten. Aber ich glaube, sobald das ja in so, als Unterrichtsgegenstand überführt wird, wir alle kennen das noch aus der eigenen Schulzeit, die Bauchschmerzen, die wahrscheinlich manch ein Autor hätte, wenn er selber wieder mit seinem Werk umgegangen wird. Gibt es da so Dinge, wo du manchmal dann doch denkst, oh, mehr dazu nächste Woche bei Kai Meier. Nein, also dieser Lehrer hätte dieses Buch besser nicht in die Hand bekommen. Gibt es da irgendwelche so Dinge, wo du denkst, oh, das hätte ich echt nicht gern? Nee, habe ich noch nicht erlebt. Okay. Ach, schön. Ganz ehrlich nicht, nee. Ja. Das habe ich wirklich noch nicht erlebt. Ich habe da eigentlich wirklich mal ganz, ganz tolle Erfahrungen gehabt. Sogar tatsächlich, ich habe mal, oh Gott, wo war das denn? Muss ich mir überlegen. Ich glaube, in der Schweiz war das. Da war ich mal eingeladen und sollte da halt an verschiedenen Schulen immer so Vorträge halten. Und darunter war dann eine Berufsschule. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob es die Schweiz ist. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, da war eine Berufsschule dabei und da meinte die Lehrerin, Herr Kleist, sie erwartet jetzt die schwierigste Stunde ihres Lebens. Die hören nicht zu, die nerven, die stören bloß und dann habe ich angefangen und die waren super. Die haben total zugehört, die haben super Fragen gestellt und am Ende kam die Lehrerin auf mich zu und meinte dann so, das habe ich nicht erwartet. Das war ja jetzt, das ist das erste Mal. Und ich meine, ich bin jetzt nicht der autoritäre Typ, der mit seiner Erscheinung die Kinder, Jugendliche irgendwie so beeindruckt, dass sie einem gefesselt an den Lippen hängen. Das Sujet, Zeichnung und Realität, also dass eine Zeichnung eine reale Geschichte transportiert und die Leute mitnimmt in diese Erzählung rein. Und das ist das, was ich in allen meinen Büchern mittlerweile erreichen will, dass diese Grenze durchbrochen wird. Eingerissen wird, so, dass man nicht mehr merkt, dass man auf ein Buch, auf eine Seite starrt und Texte liest, sondern dass man in der Geschichte drin ist, dass man das vergisst, dass die Figuren lebendig werden. Und das finde ich nach wie vor das Faszinierendste bei Comics, bei Büchern allgemein, wenn genau das passiert. Und das habe ich ja dann bei dem Comic über Nick Cave, habe ich das ja dann als Ausgangssituation genommen, um meine Geschichte zu erzählen, wo ich dann halt gesagt habe, okay, da sind jetzt die Geschichten aus
Nick Caves Liedern und seinem Roman, seinem einen Roman. Und die werden jetzt lebendig und die realisieren, Moment mal, am Ende der Geschichte werde ich eigentlich immer umgebracht. So, jetzt frage ich doch mal den Erschaffer von mir, also Herrn Cave, was sollte denn das? So, was hast du dir dabei gedacht? So, und dann, das war ja die Grundidee von dem Comic. Also wir haben eigentlich noch drei Fragen. Genau. Und die eine von mir ist, du sagtest gerade, das ist so diese Grundidee und das kam jetzt immer wieder durch bei deinen Werken. Die haben alle so nochmal ein Konzept, was hinter der Oberfläche liegt. Mhm. Es scheint so, manchmal kommt es schneller, manchmal braucht es länger, manchmal ist es sehr kunstvoll gewebt, manchmal war es ein Geistesblitz. Aber wie wichtig ist es dir, dieses Konzept oder diese Grundidee, die auch nochmal hinter der Geschichte liegt, zu finden? Und ist das vielleicht auch so ein Schlüsselpunkt, an dem es dann auch im Schaffensprozess leichter weitergeht? Absolut, ja. Also eigentlich im Grunde alle Bücher haben ein Thema, was hinter der Geschichte, der eigentlichen Nacherzählung von einem Leben oder von der Geschichte steht. Also das ist bei dem Thema Fidel Castro zum Beispiel. Es ist jetzt nicht nur die Erzählung von diesem Politiker, sondern es sollte auch eine Auseinandersetzung sein mit dem Thema Idealismus und verschiedene Herangehensweise an einen strengen Idealismus. Deswegen die beiden Hauptfiguren, das sind mein Erzähler, der deutsche Journalist, der ein totaler Idealist ist und der entgegen der Entwicklung von dem Ganzen seinen Idealen verzweifelt festhält. Und dann natürlich die Erzählung von dem Protagonisten Fidel Castro, der unerschütterliche Idealist, der sein Ideal durchprügelt. Und diese beiden Figuren sind so die Träger von der Geschichte eigentlich. Bei dem Thema von dem Boxer Herz gehaft ist es natürlich die Nacherzählung von den schrecklichen Ereignissen, aber auch was das dann mit den Menschen macht und wie er danach versucht, damit umzugehen. bei Johnny Cash war es das Thema Freiheit, spielte da eine Rolle. Einmal das Gefangensein in einem Gefängnis, wie der Erzähler, oder aber auch Johnny Cash, der in seinem eigenen Gefängnis gefangen ist mit seinen Süchten und der versucht da auszubrechen. Was wollte ich jetzt gerade noch das Motiv, einwerfen? Das dahinter steht. Bitte was? Wir waren beim Motiv, das immer dahinter steht. Genau, das Motiv, das immer hinter der Geschichte steht. Ja, natürlich. Also ja, klar, bei Nick Cave ist es halt die Auseinandersetzung mit dem Thema, was ist das Kunstwerk, was macht den Künstler aus und was ist die Rolle des Künstlers, nämlich der Erschaffer, der quasi eine gottgleiche Funktion hat in dem Universum, was er selber kreiert und der halt Herr über Leben und Tod dort ist. Und an dem Beispiel kann ich das ganz gut klar machen. Also ich hatte am Anfang so verschiedene dramaturgische Ideen dazu und ich hatte so Aufbauten und im Grunde genommen war das halt immer die Erzählung von dem Leben mit so einer Rahmenhandlung. Und ich habe das dann, diese Entwürfe auf Englisch übersetzt und habe die dann Nick Cave geschickt und dann gefragt, was er davon hält. Und er hat die dann eigentlich immer mit so einem, abgetan und ich merkte so, nee, das ist es nicht. Das brauche einen anderen Ansatz. Und dann ist mir irgendwann dieses Konzept eingefallen, wo ich mich dann mehr und mehr mit ihm und auch seiner Sicht auf sich selbst als Künstler mit seinem Werk auseinandergesetzt hat. Und da ist dann diese Idee entstanden und die fand er dann nachher auch total großartig. Wir haben noch eine Frage im Chat. Da, und dann kommt unsere absolute Lieblingsabschlussfrage. Ja, das ist richtig. Aber zuerst vielleicht. Ja, denn, bin ich aber gespannt. Lucia, die hier im Chat ist, ist Hobbyzeichnerin und sie wittert gerade ihre Chance, mal um einen Tipp fragen zu können. Und es geht wohl um die Gesichtsausdrücke, weil sie jetzt gerade wohl von deiner Zeichnung so unfassbar fasziniert war. Aber auch, was es da so an Tipps und Tricks gibt, um sowas dann hinzukriegen. Oder ist es nur Übung?
jetzt so einen Ausdruck in der Figur zu entwickeln. Da kann ich im Grunde genommen nicht viel Tipps zu geben. Erstmal natürlich viel Beobachtung. Ich beobachte immer sehr viel. Ich beobachte viel die Leute, wie die sich verhalten, was im Gesicht passiert, wenn sie irgendwas machen, klar. Und dann das natürlich umsetzen dann in Skizzen und versuchen da so herumzuprobieren bei einer Zeichnung von einem Gesicht, dann so, oh, was passiert denn, wenn ich den ärgerlich zeichne, so und so, was macht das mit dem Gesicht? Also nicht nur das übliche Augenbrauen so runter, sondern da passiert ja noch viel mehr im Gesicht. Und natürlich ist auch jedes Gesicht anders. Und beobachten unterschiedliche Typen, Physiognomien und sowas, spielt schon eine Rolle da bei mir. Und dann ganz banal, tatsächlich beim Zeichnen von einer Figur macht man das automatisch, man fängt an zu zeichnen und man macht automatisch mit dem Gesicht, macht man den Ausdruck nach. Ja. Das ist irgendwie schon drin. Das ist manchmal ganz witzig, wenn Leute mich dabei beobachten und ich mache dann manchmal wirklich die Grimasse nach, die ich da gerade zeichne. Und vielleicht hilft mir das gerade, ich weiß es nicht, kann es nicht erklären, aber es ist tatsächlich so. Und manchmal arbeite ich auch mit einem Spiegel, tatsächlich ganz banal, oder mache ein Foto mit einem Computer und dann kann ich mir das angucken und sagen, aha, das sieht dann so aus und dann kann ich das zeichnen. Und man dann einfach in dem Moment eine genaue Beobachtungsgabe wahrscheinlich auch hat. Aber danke dir, wahrscheinlich hilft das schon sehr. Ja, und du lässt ja auch viel bei dir sozusagen in den Prozess schauen. Also es ist ja, auf deiner Homepage finden wir ja auch ganz viele von deinen Reisetagebüchern, wo ja auch sozusagen verschiedene Stadien dann zu sehen sind und sowas. Also ja, sogar in den Werken ja auch mit selber. Ich erinnere mich an die Zeichnung in Havanna, wo die Skizzen von den Autos noch mit drin sind und dann daneben dann noch das kolorierte Bild dazu. Also das ist ja auch super spannend. Aber jetzt kommen wir zur, also es ist so, es gibt einfach Fragen, die wird man als erwachsener Mensch viel zu selten gefragt. Und da wir jetzt auch viel mit Kinder- und Jugendbuchautoren zusammen sind, haben wir uns überlegt, eine dieser Fragen, die man zu selten gefragt wird, müssten wir eigentlich doch jedem, der zu Besuch ist, einmal stellen. Und darum wollen wir dich total gerne fragen, was ist denn dein Lieblingsdinosaurier? Mein Lieblingsdinosaurier? Richtig. Mit der Frage habe ich jetzt natürlich gar nicht geredet. Ich kann jetzt auch gar nicht die Namen sagen. Die meisten werden jetzt wahrscheinlich sagen Tyrannosaurus Rex, den ich jetzt eigentlich auch gesagt hätte, wegen der Band auch. Ja. T-Rex. Nee, aber ich würde, glaube ich, den mit diesem mit diesem komischen Morgensternknüppel hinten nehmen. Oh, das ist der schön, den hat sieht ja, ja der einerseits total gefährlich aus, aber auch so knuffig. Ich glaube, das ist mein Lieblingsdinosaurier. Super. Danke dir. Wir danken dir sehr.